Test. Fantastisch. Ich muss irgendwie immer einmal vor jedem Stream Audio wieder zu OBS umleiten, beziehungsweise das deaktivieren, damit der Kram funktioniert. Naja, was soll's. Jetzt scheint es ja zu gehen. Ja. Ich muss eben noch kurz dafür sorgen, dass mein Controller von läuft. Dann kann es losgehen. Also, stimmt, hier war ich. Überlege, ob ich mir das ein bisschen einfacher machen sollte, aber andererseits
Wo bleibt denn da der Spaß? Das war schon bescheuert. Einfach durchrennen ist das Richtige. Ich spiele ja nicht auf normal, es bringt nichts. Wenn ich den umbringe, der taucht immer wieder auf. Ja. Diese scheiß Fettrolle, ey. Dass ich überhaupt beim ersten Mal getroffen wurde, das war besser, natürlich. Muss aber auch tatsächlich sagen, dass ich, also zum einen natürlich, wie gesagt, ich könnte es mir einfacher machen mit Rüstung und sowas, aber ich habe diesen Boss auch immer als einen der schwereren schon früher immer wahrgenommen. Naja, war auch wieder Kacke. Dass der da immer noch diesen Scheißeinwurf macht, ey. Ich habe extra lang gewartet und er sticht immer noch zu. Will das Spiel eigentlich immer noch mit Fettrolle durchspielen? Ich lasse das jetzt. Ich meine, ich lasse es jetzt noch so. Müsste mal gucken, ob ich immer mit drei Schlägen ihn ins Wankeln bringe. Und dritter Schlag. Da bin ich genug für drei. Jetzt aber. Ja, also zumindest da zum Schluss.
Komm her, du Sack. Komm her. Weiß nicht, wenn ich hier vorne stehe, trifft er mich dann? Ich würde fast sagen, ja, aber ich probiere es trotzdem. Nee. Ich rolle nicht weit genug. Autsch. Ja, es ist, der muss sterben. Alessia. So nicht. Ja, schön. Ich hatte irgendwie gehofft, der würde umfallen. Reicht, was mache ich denn da? Egal. Er fällt runter. Ja, das war ein scheiß Attack Pattern. Nein, das ist der falsche, okay. Ich bin tot. Das sah gar nicht so verkehrt aus. Aber ich dachte nicht, dass er den Ansprung macht. Also ich hatte gehofft, er würde es nicht tun. Ich bin nach dem Boss auch ein bisschen Sachen eingefallen, die ich vergessen habe mitzunehmen oder bei denen ich bei denen ich tatsächlich noch nicht war. Bitte. Ich will dich auf jeden Fall nach dem Boss noch abklappern. Auch wenn ich da jetzt nützliche Items herkriegen würde, mache ich das erst nach dem Boss.
Ach, kacke, ich hab. Egal. Oder Stadt. Ich habe noch keine Lust mehr nach dem Start. Ich hatte vergessen, dass der links neben mir steht. Hier mit ihm. Nein, ich Idiot. Ei. Stirb, du musst sterben. Ja, ich hab keinen Bock mehr. Vor allem One Hit ja mich von hinten auch einfach. Einem Schlag auf die Brette. Schon ein bisschen traurig. Gut, dass die da immer noch ihren Spaß haben und Sachen in die Luft jagen. Alles nur, weil ich vorbeigeguckt habe. Ja. Ja, das mit dem Schlag von oben ist so eine Sache. Irgendwie passt es schon meistens, aber auch nicht immer. Also sagen wir mal so, 80% der Zeit klappt es wunderbar. Ja, ich glaube, auf die Formulierung würde ich mich einlassen. Nein, ouch. Ach, na, schön. Ja, kommt, ich hab schon keinen Bock mehr drauf. Bring's zu Ende. Gekonnt hat.
Ja, wie auch immer er mich da erwischt hat. Ich habe es nicht gesehen. Ich hab es einfach nicht gesehen. Und ich habe es nicht gesehen. Meine ich auch einfach, ich hab nicht gesehen, wie zum Teufel das funktioniert haben soll. Ja. Ja, stimmt, ich stehe hier vorne. Na los, hüpf hoch. Ich habe nicht ewig Zeit. Nein. Ich muss diese scheiß Attacke. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich habe gedacht, diesmal wird's was. Oh. Meine Fresse, der Sprung hat aber auch eine Reichweite. Und wieso zum Kick war der da unten wieder so unglaublich lange am Rumhampeln, wo er hochgekommen ist? Wir haben doch keine Zeit für sowas. Ich versuchte erst den Scheiß einzusammeln, aber andererseits, so viel wird es auch nicht ändern. Wobei. Ich weiß, dass ich hier definitiv schon den Ring mit der... Oh, oder obwohl, nee. Aber ich weiß, dass ich hier mehr von diesen komischen Scherben haben könnte. Also mehr Estus Flakons. Und ich meine, die sind in der Villa. Und ich glaube, ich weiß wieder, wo der Schlüssel zur Villa ist. Wie gesagt, da werde ich auch hingehen, sobald ich hier
den Boss besiegt habe, was ja natürlich jetzt der Fall sein wird. Da fällt er runter. Ich hätte schwören können, dass der zusammensackt. Bitte komm hoch. Der wartet doch auch. Wenn ich drücke, dann macht er einen scheiß Angriff. Ich muss auf seinen Angriff warten. Das geht so nicht. Auch wenn es verlockend ist, wenn ich denke, er nimmt gerade seinen scheiß Schild hoch und macht jetzt nichts. Der Schild ist leider ein Indikator für überhaupt gar nicht. Was ging mit dem Schwert? So, okay. Geiles Schwert. Inzwischen ist mir auch egal. Nur noch einmal. Alter, war das kacke. Wieder kurz vergessen, wo zum Teufel der nochmal ist. Ja, ich bin noch am Ausprobieren, aber dann stehe ich da wohl falsch. Noch ich stehe jetzt noch mit Charme für die nächsten 100 Versuche. Überrascht, wie
dass es nicht einfach ein Programm gibt, das, wenn ich an der Taste drücke, einen dazu zählt. Ich wollte eigentlich nämlich einfach so einen stumpfen Death-Counter in die Ecke packen, aber zugeben, ich habe jetzt auch tatsächlich einen Aufwand betrieben, um das Programm zu finden. 10 Sekunden. Das kommt tatsächlich hin. Und ich dachte, ich hätte was gefunden. Ich habe es runtergeladen, installiert, weil vertrauenswürdig, selbstverständlich. Und, naja, also zumindest auf den ersten Blick hat das zumindest eine Einarbeitungszeit von mehr als einer Minute gebraucht. Und das habe ich so nicht erwartet. Ja, so darf er gerne weitermachen. Wir kommen hoch. Meine Fresse, als er mich mal getroffen hat. Alter, die Fettrolle ist zu stark. Er hatte keine Chance. Nicht hier? Nicht hier? Hier waren noch irgendwo versteckte Türen. Nicht hier? Hier? Danke, Voller. Meine Fresse. Ich glaube, das waren locker 30 Versuche oder so, bevor der tot war. Also die, nicht nur die heutigen, beim letzten Mal noch die mitgezählt. Ich weiß aber gar nicht mehr genau, wie lange ich die beim letzten Mal probiert habe. Das ist schon echt weh. Wobei ich auch festgestellt habe, denn lustigerweise war ich am Wochenende bei einem Kumpel, der tatsächlich auch Dark Souls 2 gerade spielt. Du hast erst 2 gesehen, meine Presse. Ja, nee. Nee, es waren leider mehr. Also ich sagen wollte, ich war beim Kumpel, der auch gerade Dark Souls 2 spielt, der auch gerade bei dieser Stelle war, allerdings halt ohne Eid und ohne Fettrolle mit Schild, was das doch für ein Schwierigkeitsgradunterschied ist. Ob du hier mit einer vernünftigen, also mit einer Waffe rumläufst, die erstens keine Minute brauchst zum Zuhauen. Und zweitens, ob du nicht so eine Rolle hast, sondern eine normale Rolle und ob du ein Schild hast, macht auch nochmal einen gigantischen Unterschied. Ich weiß nicht, ob der Eid auch nochmal viel dazu beiträgt, aber wahrscheinlich vielleicht nur beim Frust zum Boss selbst hin, denn dieser Typ, der einen manchmal mit dem Feuerball von hinten erwischt, ganz am Anfang, der ist einfach nicht mehr da, weil er ihn zu oft umgebracht hatte. Also, du weißt, wen ich meine, einer dieser, dieser großen Mumientypen mit dem geilen Fellumhang. Mit Katana, ja, mit Katana habe ich in 3 gespielt. Mit dem Katana von dem Typen, den man am Anfang umbringt. Was, diesen Boss hier?
Ich finde ganz ehrlich, das ist einer der schwersten Bosse im Spiel. Also zumindest habe ich das früher so wahrgenommen. Mit dem Ruinenwächter. Alter, ja, nee, Schaden habe ich zum Glück, mache ich zum Glück mit dem Ding. Ich glaube 300 pro Schlag oder so. Ich überlege gerade, ich glaube, das sind 7 oder 8 Schläge für den. Für einen so einen Typen, dann ist er tot. Aber jeder Schlag kostet halt auch immer unglaublich viel Überwindung. Warte mal. Nee, ich kann da oben noch rumhüpfen, ne? Da war noch was. Ja. Und was auch gefährlich ist, also dann gebe ich ehrlich gesagt, habe ich die Versuche immer gleich aufgegeben, wenn ich beim Ausweichen irgendwie runtergefallen bin. Dann war es das einfach. Gegen 3 auf einmal? Ne, unter gar keinen Umständen. Ich weiß aber noch, der Gargoyle, der gleich kam, den fand ich auch nicht einfach. Wobei ich erstmal gleich, Ja, und ich meine, ich hatte gerade Glück. Ich hatte gerade echt Glück bei dem letzten Lauf. Ich zugeben, ich habe es ein bisschen forciert, weil ich wusste dann am Ende, wo ich mich hinstellen kann, um denen ordentlich Schaden zu geben, bevor der eigentliche Kampf losgeht. Aber die haben kein Mal... Also es war ja nur noch ein einziger Typ da. Ja, die Racker. Ja. Entweder... Wenn die mit ihren Schilden durch die Gegend werfen. Aber die haben ja noch diesen Angriff, wo sie so rumwirbeln. Den machen sie unten hin und wieder. Und da auszuweichen, finde ich auch absolute Qual. Da ist es mehr Glück als Verstand, wenn das bei mir mal hinhaut. Wo geht es jetzt nochmal weiter? Ich glaube hier. Kleiner. Komm her. Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich hoffe einfach mal. Aber ich habe den Gargoyle auch, also nicht einfach in Erinnerung. Vor allem auch der Weg dahin nicht. Ich weiß nicht, ob das noch häufig gespielt wird. Aber ich weiß noch, es war ätzend, wenn man ununterbrochen überfallen wurde von den Leuten. Ich habe dann ja selber auch den Eid angenommen und habe andere überfallen, aber... Ich weiß. Ich wollte eigentlich 2 Wochen wegbleiben, aber... Aus den 2 Wochen wurden jetzt Wochenende und Tag. Also eine halbe Woche? Ja. So kann man es hier, ne? Ich will eigentlich alle machen. Ich will alle machen. Es ist schon ewig her, dass ich die DLCs gespielt habe. Ich habe zuletzt wirklich, als sie rauskamen, gespielt, ja. Ach ja, stimmt. Ich weiß jetzt wieder, ich wollte mal, wo ich hin wollte. Leveln ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wobei... Erstmal kaufe ich mir bei dem Typen ein paar Scherben. Also kann sein, dass ich nicht 100% alle Boss mache, aber so ziemlich, also jeder, der mir gerade einfällt. Und wenn mich dann keiner irgendwie... Also wahrscheinlich werde ich alle machen. Aber, ja. Diesen Pissdrachen, welchen Drachen meinst du? Wer war denn Dark Lurker nochmal? Meinst du diesen riesigen Drachen am Ende von dem... War das ein DLC überhaupt? Nee, ich glaube nicht.
Meinst du den von dem, ich glaube, der war von einem Eid oder sowas, am Ende von so einem, wo man mit, so eine Gegend mit großen Soldaten wieder? Ja, doch, ja. Ja, an den erinnere ich mich. Das war einer der wenigen Bosse, die tatsächlich mit zwei Leuten oder so nahezu unschaffbar sind oder mit drei und alleine, glaube ich, ging der sogar halbwegs, wenn man ihn im Blick behalten hat. Braucht der hier gar nicht? Nee, ich bin ja gerade bei Verstärkung. Brauche ich denn? Große Titanitscherben. Ja, alles ist One-Hit. Ja, alles ist One-Hit. Ja. Klar, hast ja bei mir gesehen, wie ich auch den Drachenreiter gewonnen habe oder den Riesen. Und ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, aber meine Güte, diese dämliche Dehnwache. Absoluter One-Hit. Ich glaube, One-Hittiger geht das gar nicht mehr. Was? Ach, Titanitbro. Oh mein Gott, egal, habe ich ein paar halt umsonst gekauft. Auch gut. Kann ich meine Rüstung verstärken? Mein Helm. Ja, schön. Halt, jetzt wird erstmal gelevelt. Welchen Level hattest du denn mit deinem Katana-Lauf bei den Ruinenwächtern? Bin jetzt 39. Naja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das viel oder wenig war. Oh, ich hatte noch eine Scherbe. Na ja, gut. Nehme ich mit. Oder habe ich die gerade gefunden nach dem Boss? Ich habe überhaupt nicht aufgepasst. Sollte ich vielleicht mal wieder tun. Ich glaube, das schadet nicht, so ein kleines bisschen Leben zu haben. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich habe irgendwie diese Gegend, als ich hier das letzte Mal durchgelatscht bin, überhaupt nicht wahrgenommen. Null. Nee, Ornstein war ich noch nicht. Ich will. Da ist ja dieser komische Drache vor. Und den will ich mit ein paar Bogen. Ich weiß nicht, wie ich den ohne Pfeil und Bogen machen soll. Also warte ich, bis ich genug Pfeile habe und bring den dann um. Ich bin einfach maximal scheiße. Ach, meine Güte. Sehr. Wie gesagt, könnte sein, dass es für den Drachen auch eine andere Methode gibt.
nur habe ich keine Ahnung wie. Ich glaube, der ist auch im normalen Spiel, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass der im normalen Spiel gar nicht da ist, aber das ist auch so ein Teil, das finde ich überhaupt keine Verbesserung. Der wirkt auf mich einfach nur, als würde er, ja, Zeit strecken. Braucht man halt eine Menge Pfeile für, dann ist er überhaupt, dann ist er einfach tot. Schön. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie es anders geht. Ich war da jetzt irgendwie zweimal. Hab versucht, zu ihm hinzukommen und er hat mich jedes Mal mit dem Feuer umgebracht und dann habe ich da auch keinen Bock mehr drauf. Ich meine, der Weg dahin ist ja auch schon ätzend mit den ganzen Heiderittern, die jetzt natürlich immer aggro sind und den großen Typen, die da auch im Dutzend rumstehen. Sag mir, wo ich den finde. Da erlaube ich jetzt mal das Backseat Gaming. Navigating the continent to create a map. Why cartography, you ask? Well, that's a good question. Ich früher nie gestört, aber inzwischen finde ich es schon ein bisschen bescheuert, wie der einfach nur wie so ein Hirntoter in der Gegend rumguckt und seine Lippen nicht bewegt. Er muss halt auch damit leben, dass die langweilige Methode zum Einsatz kommt. I came to this land some time ago. Drangleic, the Lost Kingdom. It sounded so romantic. Have you seen Majula? Oh, there's a rather spacious mansion there. I've made it my temporary home. Well, as something of a squatter, I'm afraid. Inside the mansion, I found a strange map, like none I'd ever seen. I believe that it's a map of Drenleic. Now I'm traveling the land to prove it. Yes. Yes, that's it. That's why I came to the kingdom. Wait. No. That wasn't it. Then what? I don't seem to recall. Were you looking for that map? Wonderful. Then you're fascinated by maps, just like me. Shame on you. You should have told me before. Here, take this. A key to the mansion. What a joy to meet a mansion. Spirit out here. Incredible, really, isn't it? Oh, I would not venture. I can't be certain. Ja, das, ich weiß nicht, ob ich irgendwas übersehen habe, aber ich glaube, da ist tatsächlich nur ein Skelett, vor dem man mich warnt, sonst gar nichts, oder? Ja, gut, dann ist ja schön. Hier noch irgendwas verpasst. Ich glaube, da geht's nur in den Tod, ne? Jo. Was ich auch wieder festgestellt habe, dieses Feuerlangschwert, was man da unten in der Kiste findet, das ist tatsächlich immer noch sehr geil. Kann ich auch jedem eigentlich nur empfehlen. Das ist eine Waffe, die lohnt sich. Ja, gut gemacht, danke sehr. Was machen wir hier? Den da umbringen.
Sonst noch was? Ich glaube, das war jetzt auch schon. Ach, ich kann auch zur Villa, aber dann war es das, glaube ich, auch schon alles, was ich übersehen habe. Geil, ich weiß nicht mehr, findet man hier auch noch einen Duftzweig? Dann würde ich, glaube ich, nämlich gleich doch erstmal in das in dieses Waldgebiet gehen. Aber ich glaube, dieser Brunnen, nein, da komme ich auch gar nicht rein. Ich wollte doch gerade sagen, ich glaube, der ist eine Todesfalle. Da ist tatsächlich nichts. Nein, es waren eigentlich Dinge geplant, die jetzt allerdings nicht mehr passieren. Und naja, deswegen bin ich halt schon wieder hier. Glaub mir, keiner von uns ist darüber am traurigsten. So traurig wie ich, meine ich. Aber ist nun mal so, wie es ist, ne? Hat das was gebracht, hier eine Fackel anzuzünden? Ja, ich wusste doch, hier war eine Scherbe. Frag mich ja, warum sind hier immer so viele, die echt alle an dem alten Skelett gestorben? Und ein Seelengefäß. Ich weiß nicht mehr, wofür das gut war. Da stand irgendwie dabei, das soll man einem NPC geben, aber ich weiß nicht welchem. Welcher Person soll ich den Scheiß zeigen?
Hi. Den Scheiß brauche ich, glaube ich, auch noch. Obwohl, brauchte ich den Kram nur, wenn ich den Skorpion im Kampf herbeirufen wollte, oder hat der mir auch irgendwas anderes noch gebracht? Das dürft ihr mir gerne verraten, ob ich mir den Scheiß jetzt kaufen soll oder nicht. Ob der mehr gebracht hat, außer dass der Skorpion mir geholfen hat im Kampf. Ich weiß es nämlich echt nicht mehr. Ja, aber erstmal sagen, ob ich mir den Scheiß kaufen soll oder nicht. Oder ob der mir mehr bringt, als nur diesen Skorpion. Na, verdammt. Puller, weißt du was? Ist Puller noch da? Brauche ich mir den Scheiß jetzt erstmal nicht. Ja, reicht tatsächlich. Balance. Na gut, Fettrolle ist noch vorhanden. Im Moment hatte ich schon Angst, dass es sich nicht erstmal auf den Arsch legt für eine halbe Ewigkeit, bevor er aufsteht. Stehe mich hier. Bringt mich dieser scheiß Köter um. Meine Güte, ey. Nicht wahr? Ach, mir ist gerade noch was eingefallen, scheiße. Egal, da kann ich gleich noch hin. Erstmal mache ich hier den Verfolger. Ich mag den auch doch nicht, meine Fresse, weil ich weiß nicht, wie ich ihn machen soll. Ohne dass da die ganze Scheiße dabei ist. Ich muss jetzt mal oben, glaube ich. Von oben muss ich Sachen umbringen. Ja, Idee. Ich habe Idee. Das ist meine Idee, erstmal den Scheiß zu holen, den ich hier vergessen hatte. Ja, hier lang.
allows undead to call out. Ich meine, ich mag ja vielleicht keine Hilfe rufen können, aber ich kann ja anderen eine sein und dafür wieder Menschlichkeit kriegen. Und dick sehen. Das ist immer sehr befriedigend, wenn es losgeht, man kriegt gleich einen Armbrust oder so ein Teil von irgendwo ins Genick oder in den Rücken. Dieses Stück Dreck da oben, ey. Ja, stimmt, ich brauch. Benötige noch. Wo, wenn ich ihn hier umbringe? Und jetzt noch ihn hier. Bitte sterbt! Ich habe keine Zeit für euch! Was zum... So was kann der? Wäre auch wesentlich angenehmer ohne diese ganze andere... Versuche mal ein kleines bisschen weniger Scheiße zu sein. Ohne diesen ganzen Bockmist, der da rumlatscht, diese Hunde... Diese Armbrust und Bogenschützen. Ja. Der explodierende Haufen Müll da. Sehr gut, lebt noch. Das ist die letzte Woche. Von 100 oder was, wie viel solltest du eigentlich haben? Ja. Ja Gott, die sind halt... Vodafone hat halt mal helle Momente, aber auch leider ununterbrochen Scheiße. Ja, ich will, wenn ich von hier oben den Kram kaputt mache, kann ich hier vielleicht in der Ecke gegen den kämpfen. Einfach hoch. Das ist besonders geil, weil Streams ja eigentlich nicht ansatzweise so viel brauchen. Ach, der kommt erst, wenn ich da hinten hingehe. So, wohin kann ich denn dann noch? Nicht. Naja, nee, dann kommt er schon, ne? Ja. Okay, dann wird jetzt hier gekämpft. Das hier ist die Arena. Komm her. Ah, meine Presse ist eine Scheißarena. Wie? Du solltest genug hören. Achso, ja, der wird wahrscheinlich jetzt erstmal ewig lange laden müssen, bis du das hörst. Ich habe vorhin getestet, da hat es funktioniert. Wenn du jetzt nichts hörst, weiß ich auch nicht wieso. Dann probiere ich es gleich nochmal. Aber ich hatte vorhin getestet, da hat es funktioniert. Ich werde jetzt noch einmal kämpfen, wenn ich tot bin und dann kam immer noch nichts, dann gucke ich mal, was das ist. Ja.
Ist in Ordnung, ich gucke. Mix it up. Wer kotzt? Endlich habe ich wieder was zu lachen und kann der Ratte beim elenden Krepieren zusehen. Es erfüllt mein Herz immer mit Freude zu sehen, wie die Ratte. Bestimmt gleich, kommt gleich, kommt gleich. Der arbeitet, der arbeitet. Verkot, endlich habe ich wieder was zu lachen und kann der Ratte beim elenden Krepieren zu sehen. Es erfüllt mein Herz immer mit Freude zu sehen, wie die Ratte scheitert. Aber immerhin versucht sie es immer wieder und verlässt nicht das sinkende Schiff. Oh, das ist aber nett. Oh mein Gott, dieser Typ, der geht mir so auf den Sack. Was soll ich machen? Ich kann nichts machen. Ach, meine Fresse. Ich brauche echt eigentlich, ich muss dringend eine Fernkampfwaffe mitnehmen. Ich habe ja eigentlich auch welche. Ich weiß noch nicht mehr wo. Hat man die hier beim Leuchtfeuer mitgenommen? Ja, guter Schlag. Da hätte ich gar nicht ausweichen müssen. Hilft halt nichts, wenn der zweite Schlag einen mal trifft, ne? Yep. So. Das gewinnen. Gleich. Ich gewinne ununterbrochen hier. Hast du nicht gedacht, da kann man durch, stimmt. Sollte man eine Fackel mitnehmen. Ja, gegen die drei Kerls habe ich schon gekämpft. Also leider verpasst, wie ich die total lang gemacht habe.
Damit habe ich ja quasi den schwierigsten Boss im Spiel schon besiegt. Wobei ich früher den echt als einen der schwierigsten Bosse im Spiel wahrgenommen habe. Und ich denke mal, das ist einfach immer noch so. Also zumindest vom normalen Spiel und nicht von den DLCs. Da gibt es ja auch genug andere Sachen. Wie gesagt, guck dir die Aufnahme an. Sieh dir an, wie ich da dominiert habe. Gar keine Chance hatten die Schweine. Hat mir schon ein bisschen leid. Ja, ich sag ja, ich habe auch in Erinnerung, dass ich die vom Hauptspiel eigentlich mit am schwersten fand. Aber dieses Mal, Herrgott. Wie viele Versuche waren das? Zwei Polaralarm war dabei. Er hat's live mit angesehen. Alter, da explodiert was. Aber nicht, wenn ich nichts treffe. Sehr gut. Holt er da oben jetzt gleich seine Armbrust raus und da kommt er zu mir runter. Da kommt zu mir runter. Danke, ich danke ihm. Ne? Ja, wie auch immer, welche Richtung ich da gehauen habe und wie weit er gelegen. Das Ergebnis zählt. Grüne Blüte. Ich würde gerne deine Blüte pflücken. Wisst ihr was? Ich würde gerne eure Blüten pflücken. Ich will hier niemanden diskriminieren. Enge Blüte. Passt ja perfekt zu meiner winzigen Blüte. Zu einer winzigen Narbe? Nee, Narbe war das andere Ding. Mein winzigen Stempel. So. Oh, oh ja, geil. Danke für den Hinweis. Zack, gibt gleich Pluspunkt. Gewachsenen Stempel. Ja, beeindruckend. Parierdolch. Ui. Nichts parieren, ich will draufhauen. Hier, so, bam. Bam, 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 bam. Ich bin dieser Bam, bam von den